Hallo und herzlich willkommen. Ja, ist sie richtig? Kein GTA. Ich habe ja gestern musste mich ja gestern sehr fassen mit dem, dass kein Connect mehr zum Server hat und dachte, na, den Fernseher neu hoch. Aber nee. Kein Sektor V mehr. Momentan. Temporär ausgesetzt. Es gibt auf dem Discord bei denen entsprechende Nachricht. Ja, und jetzt ist das halt so. Muss ich mir was überlegen. Also, ne, da, Herr der Ringe Online. Ist irgendwie keine Lust, irgendwie ein jetzt irgendwie so ein super nochmal. Ich weiß gerade nicht, ob ich auf einen anderen RP-Server gehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlte mich da echt wohl. Community war super. Support, ich hätte jetzt nicht viel beim Support, aber so zwei, drei Sachen, wo ich mal was gefragt habe, das ging super schnell. Und ich weiß halt nicht, also unentschlossen. Gleichen Charakter nochmal auf einen anderen Server, neuer Charakter auf einen anderen Server, warten, drüber nachdenken, was man spielen kann. Schwierig, gibt viele, viele andere Projekte, gibt eine Menge GTA-RP-Server. Ja, aber wie gut das alle ist. Also, das heißt, wie gut das für mich dann ist sozusagen, das weiß ich nicht. Das macht es halt schwierig. Aber wir haben ja Herr der Ringe Online. Und hier oben seht ihr meine Bar. Ja, das ist eine Modifikation, die ich mir noch reingeholt habe. Wie ich so ein bisschen Überblick auch habe über einige Sachen. Aber ich habe schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt gerade, als ich eingeloggt habe, schon letztes Mal irgendwie vor 6 Monaten oder so. Ja, ne? Genau, hier ist meine Bank. Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch hoffnungslos. Oh, ich muss eigentlich aufräumen. Ich bin hoffnungslos überfüllt, ey. Okay, neues habe ich schon wieder ein Jahr voll. 12 Jahre. 12 Jahre. 13 Jahre kann ich jetzt sogar. 13 Jahre. Verrückt, wenn ich überlege. Jetzt angefangen habe zu spielen. 3-4 Jahre nachdem das rauskam. Und dann gleich, weil ich so geflasht war von der Welt, besonders von den Zwergen. Gleich ein Lifetime-Account. Spielzeit, ich weiß gar nicht, wie hoch die Spielzeit mit dem ist. 3 Monate, 3 Wochen ist gar nicht so viel, weil ich halt immer wieder pausiert habe zwischendrin, ne? Also es waren jetzt die 13, volle 13 Jahre, die ich gespielt habe. Aber so ein bisschen. So, wir öffnen jetzt mal hier unsere Geschenkkisten, die es immer noch gibt. Boah. Haufen Gold, den kann ich verkaufen für 3 Gold. Ich glaube, Geld ist aber auch nicht so wichtig hier. Das kann ich verkaufen. Ah, ich habe ja auch gar keinen Überblick mehr. Was ist das denn? Tugend auswählen. Oh, ich bin so überfordert. Oh mein Gott. Wenn ich hier ein bisschen gerade klarkomme, dann wenn ich mal ein bisschen aus meiner Sicht gestern das Überraschende erstmal ende. Und Tugenden. Ist ja eigentlich Eigenschaften, müsste das sein. Da. Moral, taktische Schadensreduzierung, kritische Schaden. Ja, der ist eigentlich ganz gut, Ehre, ne? 62 kann ich den bringen. Ja, komm. For Honor! So, rein in die Ehre damit. Was ist das? Plus 5 Hoffnung. Das kann man vielleicht nochmal gebrauchen. So, genau wie diese. Das war jetzt irgendwie so ein. Ich habe mich immer kurz eingeloggt, nur mal reinzugucken. Und da habe ich hier so ganz viele Sachen bekommen. Krafttrank. Ist auch ein Krafttrank. Kann man auch mal gebrauchen. Muss ich mal gucken, was ist das? Nochmal Tugenderfahrung.
Nochmal Tugenderfahrung. Ah ja, hier habe ich Rüstungsgegenstände, die ich eventuell entzaubern will. Oder warum habe ich die gesperrt? Ah, die sind stärker als meine. Haben aber keine... Hä? Mehr Rüstung? Ach so, oh, da geht aber ganz schön viel Macht bei Flöten. Der ist schlechter, okay. Ja, wie gesagt, ich muss hier auch mal wieder erstmal klarkommen, ist das? Mannschaftssoldaten. So. Ich werde jetzt ein bisschen leveln. Ich stehe hier mitten in Mordor. Da sieht man nämlich, weil das letzte Mal irgendwie ein bisschen was gespielt habe. Ich nochmal. Rein da. Weg mit den Tugenden, Erfahrungstränken, die brauche ich nicht. Spare ich Platz. Denn hier seht ihr, habe ich die ganzen irgendwo mal so Event-Sachen mitgenommen oder so. Also richtig. So richtig mal wieder Gas gegeben habe ich auch schon lange nicht mehr in dem Spiel. Ja, das GTA-RP war ja sehr überraschend dann gestern zu Ende. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich mit meinem Charakter die ganze Zeit in der Halle geblieben bin. Was für den Charakter Sinn ergibt. Für mich als Spieler war es ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte ganz gerne... Bündnispunkte. Okay. Sperren wir auch erstmal. Ist auf alle Fälle was zum Craften. Das lassen wir erstmal. Das kann weg. Die Dinger habe ich sonst immer zu meinen anderen Charakter weitergeschoben, aber da muss man auch mal realistisch sein. Weiß, ob ich jemals einen von meinen Twinks anrühre. So! Also wieder anrühre. Ich habe halt genug, aber pff, was weiß ich, ob ich da nochmal wieder einsteige. Ja, das ganze GTA-RP-Geschichte war, jetzt 3 Wochen war ich dabei, war, hat super Spaß gemacht. Möchte mich hier dann auch nochmal, wie ich gestern gesagt habe, nochmal bedanken für die Zeit dort. Überlege auf alle Fälle, boah, wie sieht der aus, ey. Auf alle Fälle da wieder hinzugehen, wenn die aufmachen. Aber bis dahin, ja, muss ich mir erstmal was anderes suchen. Ach ja, hier der Typ läuft mir hinterher. Was wollte der? Ist eigentlich meine Maus so schnell? So, besser. Ich habe die ganze, so wie GTA gespielt. Drück Escape, um die Karte zu haben. So, da gehen wir jetzt rein. Hier oben. Da werden wir jetzt mal hier reinzwergen. Die Sachen auch noch erkunden. Den Hof fegen. Ne, das kann ich auch da oben machen. Dann. Dem will ich folgen. So, da gehen wir jetzt hin. Und räuchern ein paar Orks aus. Ausrüstung, die ich trage, ist kosmetischer Natur. Das ist das Moria-Set. Ja, da bin ich ganz froh, dass ich das früher hatte. Und zweitens finde ich, das sieht einfach traumhaft zwergisch aus. Ich hätte das früher in Blau getragen, habe mir das jetzt aber wunderschön in so Weinrot auch nochmal gelegt. Dazu das Schild. Weiß ich gar nicht, was das ist. Das ist irgendein Schild, was quasi aussieht wie so eine... Weil viele Schilder sind sehr klein an Zwergen, weil die werden irgendwie angepasst von der Größe. Aber das hier ist halt noch so ein richtiges ordentliches Turmding, Zierwerk. Was ist das für ein Schild? Ja. Schwerer Schild der Wache. Ja, ist einfach ein Wachenschild. So, als Waffe habe ich, glaube ich, noch meine legendäre Waffe einfach. Genau, das ist die neu geformte Waffe des ersten Zeitalters. Hier habe ich auch noch so ein anderes cooles Set. Das ist aber ein ziemlich early Set. Das habe ich mir auch geholt. So, ich habe Discord noch an. That I will do out. Entschuldigung. Ja, ich weiß, mein Englisch ist very perfect. Und dann habe ich hier... Oh mein Gott, das war die reine Zwergengilde, die ich war. Der ich war. Da hatte ich ein... ja, da war ich auch... Ich weiß gar nicht, wer ich da hochgekommen bin.
Zumindest hatte ich damit, der hatte, das war glaube ich dann, ich weiß nicht, ob ich dann schon, also durfte zumindest auch mal vorne mitlaufen. Genau, dass es wie er jetzt aussieht. Ja, keine Ahnung, warum jetzt hier die FPS nicht ganz 60 halten. Weiß nicht, ob das Spiel too much will. Es passiert ja hier nicht viel Action, das sollte eigentlich auch mit, wenn es mal auf 30 runtergeht. Aber ist das so, wenn ich jetzt das Fenster aufmache, dass er hier so hart? Oder weil ich gerade so rangezoomt war? Gute Frage. Ja gut, die anderen Sachen kann ich freikaufen. Ich habe ja den Dings gemacht, den VIP sozusagen oder den Lifetime Account. War damals glaube ich recht teuer, ich weiß gar nicht, 220 Euro oder so. Aber jetzt überlegt, dass ich alle in 13 Jahren immer wieder zwischendrin reinschaue, anstatt dass ich immer monatlich, wow, was ist das denn? Achso, monatlich verlängern muss. Oder wenn ich mal reinschauen will, ist das schon ganz nett. Ja, Mordor halt, ne? Ein bisschen. Was ist das? Warum muss das Wasser rot sein? Ja. Ich habe bei Sektor zumindest viel gelernt. Über RP, über Situation, über Umgang damit, Spontanität gerade. Fand ich sehr, sehr gut. Ja, und wie gesagt, ich habe ein paar Ideen für andere Charaktere. Aber auch eher Charaktere für Liberty City dann, die eventuell passen könnten. Falls ich auf einen anderen Server gehen würde, was ich bis jetzt noch nicht, will jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, das will ich ein bisschen überlegen. Falls ich auf einen, greifst du mich an? Ja, natürlich. Wenn ich auf einen anderen Server gehen würde, geht doch. Dann würde ich wahrscheinlich in die Versuchung, den Charakter. Meine Zweitaste klemmt so komisch. Da muss ich nachher mal gucken. Ist bestimmt wieder irgendwas drunter gefallen. Habe ich hier was zum Hebeln? Das regt mich jetzt auf. Da ist auch irgendwas drunter. Unter der Zweitaste. So. Geht wieder. Ein bisschen schütteln die Tastatur. Blöde. Zack, zack. Boom, ich bin eh ein bisschen Overlevel, weil ich bin 17 und diese 117, diese 114. Aber ich habe halt. Oh nein, jetzt ist hier so eine Brühe. Ich habe aber die immer ein bisschen. Ja, ich mache die Quests einfach jetzt auch, wenn ich zu stark für das Gebiet bin. Weil ich will die Quests ganz durchziehen. Gerade hier das Buch ist ja immerhin das Interessante, wie die Hauptstory weitergeht. Ein bisschen ist das bei mir abgefallen, nachdem ich am Schwarzen Tor gekämpft habe und Frodo den Ring versenkt hat. Es fühlt sich so ein bisschen, als ob man es durchgespielt hat. Ja, auch schon lange keine Instanz mehr gemacht. Ja, ich habe zwar eine Sippe. Ja, Grüße gehen raus. Kalem, das ist der Einzige, der hier, glaube ich, noch rumrennt. Also ihr seht ja hier an den abwesenden Tagen. Da ist nicht mehr viel. Ich glaube, das ist ein Zweitschar von Kalem. Tut sich nicht mehr viel. Das ist halt auch eine sehr, sehr kleine Sippe mittlerweile. War früher eine ziemlich coole Salasandra. Das war doch meine erste Sippe und das war hier auch mit Rollenspiel, ne? Die Sippe. Das war halt ziemlich cool. Ja, ich habe danach, wie gesagt, bin ich ja in diese reine Zwergensippe gegangen, weil diese hier, wie es denn immer so ist, sich zerlegt hat. Man kennt es ja, Sippen werden groß, Sippen werden stark. Viele Leute, viele Meinungen und dann irgendwann knallt und dann löst sich die Sippe leider auf. Auch das war hier der Fall. Ah, was kommt jetzt? Der Wolf. Und das ist eigentlich sehr schade. Kämpft der mit? Ja, der tritt hin. So. Da ist jetzt dieses Waffen von mir. Genau, ich habe legendäre Waffen auch voll ausgerüstet, so viel wie geht. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich irgendwann meine erste Zeitalterwaffe wegtue. Aber die ist halt eigentlich, die habe ich jetzt schon so lange dabei. Ich kann hier noch ein bisschen, ich könnte hier glaube ich noch höher. 28 Stufen können freigeschaltet werden. Wie hoch kann ich denn da kommen?
Ja, dann kommt der Schreiter auch noch. Nein, gut. Musik ist Ingame-Musik. Weil ich die eigentlich mal ganz gut. Zwei Taste geht nicht eins. Weil ich die eigentlich mal ganz cool fand, die Ingame-Musik. Kann ich das wirklich machen? Kann ich so viel? Ich meine, ich bin noch nicht am Ende hier. Wie hoch komme ich denn damit? Ah, ich kann wirklich 33 Stufen freischalten. Höchste Stufe 2000 DPS. Huch, das skaliert aber nachher hart hoch, oder? Das muss doch irgendwann richtig skalieren. Wenn ich auf 39.600 habe. Ja gut, dann kann ich das hier ja hochskalieren, ne? Da kann ich auch nochmal draufhauen. Schaden durch Spieß umdrehen. Also ich kann hier auch nochmal... Also ich habe ja einmal das hier und ich habe auch noch ein Gürtel des... Wo ist denn mein Gürtel des ersten Zeitalters? Da. Genau, und da kann ich auch nochmal Schildverwendungsgang. Da kann ich auch nochmal richtig reinbuttern. Aber der ist schon hoch. Ich habe mich eher um den Gürtel gekümmert als um die Waffe. Weil ich dachte, die Waffe ist jetzt... Die Waffe habe ich, glaube ich, später bekommen. Ich glaube, den Gürtel habe ich richtig erstmal reingegeben, dass der hochkommt. Ist ja auch in Ordnung. Dann kann ich hier... Ich weiß nicht, wie viel kostet denn hier eins? Ich muss mal gucken, wie viel Dings da ich habe. Shop! Öffne dich! Ich habe noch 10.000. Es gibt neue Auswahlkisten für Attributschriftrollen, aber... Wirklich? Brauche ich noch für den Charakter noch welche? Eigentlich bringen die Werte nur um 10 hoch. Das ist bei... Wenn man schon hohe Werte hat, nicht so sinnvoll. Also... nicht mehr so sinnvoll, sagen wir mal. Ne? Charakter. Attributschriftrollen noch geht. Kinder. Wähl einen davon. Ach so, man nimmt ein Paket und dann wählt man das nächste Stufe. Ja, brauche ich aber nicht. Wie gesagt, ich habe da... Ja, also ob ich jetzt hier 10 mehr Macht habe oder so, ist jetzt haut's auch nicht so rein. Das für Instanz ist was anderes, aber jetzt zum Questen... Ist eher interessant, die... Nein! No! Es gibt eine neue Dings da. Uff. Oh, es gibt neue Schilde. Uff. Ah, ja. Hüterschilde. Nein, ich brauche hier den richtigen. The real deal, please. Aha. Huch, skaliert das nachher. Ist gut aus. Das meine ich. Was ist das denn für ein Schild? Guckt euch doch mal das Schild an. Was schützt das denn? Sieht besser aus. Warum sind die Schilder alle so klein? Turmschild. Ist auch nicht viel größer. Aber die haben, die Stats sind hart. Alter. Aber hier muss ich bestimmt wieder... Da muss ich bestimmt wieder Instanzen laufen. Also entweder die Werte nochmal übelst hochgejagt, dass es nachher super anstrengend wird, da weiterzukommen. Weiß nicht, ob die Langeweile haben. Dass das so hart skaliert. Muss ich doch mal einen anderen Charakter hochleveln, wa? Was wir jetzt hier machen, wie ihr seht, ich sammle hier alles Mögliche an
An Loot. Loot. Habe ich denn keine Barren? Eisenbruchbarren, ne, habe ich nicht. Gut. So hart am, am Sammeln für alle. Ich sammle da quasi mit ihm. Ich verkaufe nichts mit ihm. Sind ja noch welche drin? Ja gut, haben wir noch mehr. Also. Sage ich erstmal nichts gegen. Ist das? Ach so, das war die Siegesglocke. Ja, die behalte ich natürlich. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin ja eh zu hoch hier. Ach ja, zu meinem Charakter. Also, was ich gedacht hatte, wohin sich das natürlich entwickelt, man kann das natürlich nicht wissen mit dem Server, ne? Saboteur. Nein. Nein, unterbrechen, danke. Eigentlich hatte ich irgendwie gedacht, dass mein Charakter im Hinblick auf die, Als Belohnung für Lerets treue Dienste Quests. Okay. Über Jahrhunderte und Zeitalter hinweg ließ Sauron für sie unter den Bäumen des gebrochenen Tals Seregost die Blutfeste errichten. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen Story, da muss man diese Seiten immer finden. Ja, ich glaube nicht, dass ich die hier alle in dem Sumpf finde. Es wird ja so eine Quest sein, die in meinem Questbuch vergammelt oder bis ich so hoch bin, dass ich hier entspannter durchlaufen kann. Also ich glaube, ich werde, also ist jetzt so, ich muss jetzt durch Mordor durch, weiß nicht, ob hiernach noch was kommt. Ob der Norden. Weiß ich gar nicht. Hier unten war ich gewesen, da habe ich Quests gemacht. Aber ich weiß, es gibt ein Update, dass man auch noch in Minas Morgul kann. Das weiß ich auch, da gibt es auch Quests. Und dann geht es quasi hier oben. Hier geht's weiter. Genau, dann geht's hier nach. Ich glaube, dann geht man hier über Norden, hier nach Tal, dann in die Eisenberge. Zu Zwergen. Und da will ich halt hin. Ich hoffe, da gibt's eine geile Zwergenrüstung. Das würde ich. Ah, das ist ein Baum, den habe ich. Nee. Natürlich, ein großer Baum im Sumpf. Lauf da rein. Naja. Aua. Also ja, ich spiele Tank. Tank dauert immer Gegner eher. Ich spiele ihn auch auf Tank, weil ich da Bock zu habe. Das ist halt so ein bisschen das Rollenspiel-Ding, was ich für mich mache, ja. Natürlich kann ich ihn auf Angriff spielen mit zwei Händen als Wächter. Aber ich mag das lieber mit Schild. Einfach. So, das war der große gefährliche Baum. Kipp um. So. Bäume sind was für Elben. Ja, ich weiß gar nicht, wie groß jetzt hier noch die Rollenspiel-Community ist auf dem Server. Also, wie viel hier noch. Spiel auf Belega. Oh, nee, ich kann ja auch machen. Oh, nein. Einmal nach Norden. Ah, die muss ich sowieso. Ah, hier meine besten Freunde, die Morrowinds wieder. Muss ich sowieso nach. Sowieso mal nach Bree irgendwann wieder gehen. Ist das hier? Ach, ich habe ja ein Festschwein bekommen. Aber ich will das nicht. Ich habe ja auch mal für ihn, glaube ich, einen Hund und eine Katze geholt. Ach, hier der Hund, den kann ich mal rausholen. Na, wo ist er? Ist er ein Feini? Ja, er ist ein Feini, ne? Ja, er ist ein Feini. So. Da war mein Hund auch dabei. Jetzt muss ich jetzt den Baum angreifen. Ja, ich muss den Baum angreifen. Ja, ich schreibe mir erstmal. Komm mal her. Ja, also es ist halt schwierig zu sagen, nochmal ein anderes Projekt oder nicht ein anderes Projekt.
würde am liebsten wieder da spielen, weil ich da zumindest das Gefühl hatte, dass ich mit den ganzen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, kam ich mir gut klar. Gut, wenn natürlich auch alle wechseln in den Ring gehen, weiß ich nicht. Es gibt halt ein paar Server, die ich schon gelesen habe. Scheint sich aber momentan eher so ein bisschen aufzuteilen. Von den, Streamern, die ich zumindest verfolge. Das soll hier sein. Ach so. Was kommt jetzt? Wo kommt jetzt was? Ja. Unheimlich. Und jetzt? Was soll ich hier machen? Kann ich hier meine... Da ist das Springen. Ah! Scheint keinen Eingang zu geben. Okay, ich muss hier gar nicht. Hä? Das ist in der... Okay. Ach so, ich muss in die... Ah, ich will über die Morowal-Höhlen laufen. Jetzt. Now I got it. I understand. Muss ich da wahrscheinlich auch zu dem Stein. Ich muss so ein paar Morowals kloppen. Ja. Fällt gerade auf. Schieben wir uns auch mal für das Spiel besser dahin. Zack. So. Haben wir es jetzt, Morowal. Nur noch einen lang. Das ist das Gute am Tank, kannst du stehen lassen. So, jetzt habe ich mich da ein bisschen mal umgeschoben. Dann könnt ihr auch das Radar oben sehen. Die ganzen roten Punkte. Ja, der Stein ist das hier. Ach, ey. Ich muss mir auf alle Fälle meine Videos nochmal sichern. Und ich würde nämlich ganz gerne ein bisschen selber schauen, wie das ist, was man noch hätte besser machen können, RP-mäßig. Oder wie hätte man besser reagieren können. Okay, das ist die Krankheit. Quelle der Krankheit. Und jetzt? Passiert nichts. Okay. Gehen wir noch nach Süden. Wenn ich hier noch die Morowal umkloppe. Ja, deswegen, ich weiß, momentan bin ich so ein bisschen... Also ich muss sagen, ich habe auch die Nacht, warum auch immer, echt nicht gut gepennt. Lag auch vielleicht daran, dass ich bis 3 Uhr noch andere Streamer geguckt habe, die sich dann diskutiert haben. Das spricht ja auch... Ja, das spricht eigentlich auch für den guten Zusammenhalt der Spieler miteinander, dass man dann halt so viel Kontakt noch miteinander hat. Gut, viele kannten sich aus früheren RP-Projekten, so wie ich das gesehen habe, oder gehört habe, besser gesagt. Das... Es trifft natürlich auf mich überhaupt nicht zu, weil ich ja vorher gar nicht so gespielt habe. Ah, guck mal hier, der hat eine Quest. Was sagt er uns denn jetzt? Komm her. Wird schwierig. Einfach reingehen geht nicht. Aber ich habe Ideen. Schön mit, erste die infizierte Orks. Einer von Altar, einer von Scheiße kommen. Nehmen ihn mit, wäre etwas passiert, wo wir ihn suchen. Altar und leg ihn drauf. Was soll schon schief gehen? Ja, klar. Was soll schon schief gehen? Legen wir ihn auf einen Altar. Da? Ja, komm. Na, natürlich. Die ganze Zeit nicht gesehen. Ich bewege mich 2 mm. Und dann kommt er. Natürlich, Baum. Ist klar. You are my Hearo oder so.
Also ich habe noch so viele Erfahrungspunkte Steine. Eigentlich könnte ich die mal. Eigentlich könnte ich meine Waffe mal. Obwohl andersrum. Ich bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Pumpe ich jetzt alles in meine Waffen rein, aber es ergibt keinen Sinn. Weil ich dann vielleicht später noch mehr Erfahrungspunkte kriege, die ich da reinballern kann. Oder baller ich die jetzt nicht rein? Und spare mir die auf für irgendwann. Ich habe halt. Ich glaube, das sieht man. Ich glaube, ich sehe gar nicht jetzt hier meinen. Doch hier, da seht ihr da unten die unterste Reihe alleine? Das sind alles mit die höchsten Tiers an Erfahrungspunkte, Steine, die man kriegen kann. Man hat einfach, ich sammle das Zeug einfach, weil sammeln, ja? Katastrophe, ich habe sogar noch, was weiß ich, wie viele Schlüssel. Oh, ich habe noch so viel Zeug auf der Bank, was man einfach nicht mehr... Ja. Aber wir nehmen erstmal ein bisschen Eisen mit. Wird. Ja. Leckt das hier oder was? Mein Gott. Jetzt. So, ist noch da. Ich hätte auch überlegt, erst ob ich einen neuen Charakter hochziehe, also noch einen, den ich von Anfang an spiele. Aber dann habe ich gedacht, so, pff. Erstens habe ich da so meine feste Routine, weil ich ja schon viel zu viel hochgebracht habe. Also nicht ganz auf High Level, aber wir sind alle so Level 80 oder so. Bis dahin habe ich halt so eine feste Routine, die ich laufe. Und ah, da ist schon wieder ein Baum. Und andersrum habe ich gedacht, oh. Auch ein bisschen too much. Noch einen Charakter hochbringen. Und Saboteur. Ach, hier war ich doch gerade schon. Ich habe die Seite gefunden. So. Tja, das war wohl nix. Keine Sorge. Wissnack hat einen Plan. Well, Level up. Stufe 57, die kann ich bald schon wieder alle platt machen. Bis 60 und dann kann ich die schon wieder alle auseinanderzwirbeln. Dann könnte ich eigentlich mal die Steine, die hier rauskommen, in meine Dings da pumpen. Eigentlich mal in meine Waffe, dass ich noch ein bisschen mehr DPS raushole. Wir brauchen eh so viel Erfahrung. Wir haben 123. Da habe ich noch 320.000. Und die kleinen, die könnte ich mal auch wegpumpen. Na egal, 51.000. Ich weiß gar nicht, wie viele ich von diesen Münzen habe. Wo sah man das nochmal? Beutel BN... Ja, irgendwo hat man das auch gesehen. Da, Geldbeutel. Wie viel habe ich denn noch von denen? Ja, ich habe auch viel zu viel auf dem Account. Von allem. Einfach von allem zu viel. Wo sind die denn? Hä? Wenn ich jetzt sage, also auf alle Fälle kann ich dem schon mal 6 geben, weil der ist ja okay. Aha, Kontostand 0. Jetzt brauchen wir Mithrilmünzen. Dann gucken wir mal im Shop, was Mithrilmünzen kosten. Ich habe ja genug. Könnte ich eigentlich die Waffe zumindest ein bisschen pushen. Hier ist nichts. Ja, komm. Also bitte. Sofort auf 120. Für, was ist das? Ungefähr 70 Euro. Mithrilmünzen. 250 Stück kosten 2000. Ich könnte mir dann ungefähr 1000 noch was holen. Puh.
Puh. Da muss ich mal drüber nachgrübeln. Da 250 von hole. Und ich brauche schon 60, habe ich gesagt, ne? Hier überall kommen hier diese Buttons, ne? Hauptsache im Shop kaufen. Ich jetzt sage, ich mache das 6 höher. Brauche ich schon 60 für 6 Level. Das heißt, 30 Level, die ich dem geben kann, dann bin ich fast wieder pleite. Also ganz schön harte Hin- und Her-Währung. Ich glaube, anders kann man die auch nicht werden. Ja, du hast eine Quest. Wo bist du denn? Oh, das ist manchmal so nervig, dass man die nicht durch diese Büsche anklicken kann. Komm her. So. Riesige Fledermäuse scheinen sich an und fliegen über die Mauer. Dann sind bestimmt groß genug, um sich... Okay. Dann gehen wir halt wieder dahin. Und gucken mal, ob uns eine Fledermaus mitnimmt. Da oben ist noch was, ne? Ein wenig schleichen. Warum heißt die Quest ein weiterer schlechter Plan? Sie von hier nach Norden direkt. Alles klar. Zack, so. Das ist noch eine Quest? What? Oh. Nehmen wir auch. Mehr Quest ist immer gut. Jupp. Ist auch alles im Norden? Ah, alles da geknubbelt. Sehr gut. Boah, schon große Krähen hier. Gut. Weg. Ist ja so ein komischer Baum. Will ich nicht. Sprech mit Mithrandir. Hä? Wo ist das denn? Am schwarzen Tor. Er ist auch so dumm. Diese Quests für die... da hinten steht er jetzt. Die Quest, diese Story-Quests, ne? Dass die manchmal so extrem weit immer läufig sind. Weitläufig immer sind. So. Betonung. Ach, come on, 9 FPS. Für was denn? Hier ist doch nix. So, dann Kantenglättung mal ausmachen. Stellen wir die Schatten noch runter und dann müsste es ja eigentlich... Stellen wir mal die Schatten... Ach, come on, ey, ihr mit euer... Also, ich weiß nicht, was da los ist mit der FPS. So. Warum der so ausgelastet ist. So, eine Fledermaus schon mal kaputt gemacht. Au. Ah, der hat mich betäubt. Ah, jetzt muss ich in die Fledermaus kämpfen, okay. Dann gehen wir mal rein in die Höhle. Gucken wir mal. Ja, hier sind der Vogelmisthaufen. Ja, ja, komm her. Klar, ich bin wie gesagt vom Level so höher, also mal noch einen kleinen Dot drauf. Patsch. So.
Klick. Ja, nicht getroffen. Sehr gut. Also er versucht jetzt irgendwie mit mir da rüberzukommen und das klappt nicht so ganz. Schade. Zack. Beziehungsweise, ich meine, die Quest ist ein weiterer schlechter Plan. Ja, ja. Gut, ich bin gleich gegen beide. Da kannst du so einen guten AOE machen. Den zweiten Schildschlag nämlich, der ist eigentlich ganz gut. Sei denn, man blockt natürlich. Also ein Schildschlag, den kann man auch entspannt mit. Und ja, 11.000 Schaden. Ärgert das gerade ein bisschen, dass das so teuer ist, die Sachen aufzuwerten. Dann lohnt es sich ja wirklich nur die eine Superwaffe. Also ich meine, ich bin eh zufrieden mit meiner Waffe. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal ändern würde. Ich weiß auch gar nicht, ob es neue Inlays gibt für die legendären Waffen. Vielleicht lasse ich es jetzt erstmal so ein Level, dass es erstmal ganz entspannt hoch. Und damit was geht. Und erst wenn ich irgendwie an einen Cap dran bin, dass ich es dann erhöhe. So, das ist schon mal fertig. Was nehmen wir denn? Ah, da habe ich schon was reingesockelt, was Gutes. Hä, das ist auch schlecht, dass das, was ich habe hier. Oh, jetzt kriege ich wieder schlechtere Sachen. Toll. Na gut, immerhin 42.000 Erfahrungspunkte. Hier unten seht ihr meinen Erfahrungsbalken. Der blaue Balken ist nicht mehr much. Ja, das ist, also meine erholte Erfahrung. Aber ich glaube, es geht auch nur bis 120. Dann ist auch egal. Kann ich das auch mit ihm hier so hoch. Ich muss ja, wie gesagt, ich muss durch x Gebiete durch. Dann ist das erstmal egal. So, ich mache jetzt noch mal eben, ich gehe noch mal auf Nummer sicher. Ich meine, die Grafik ist eh nicht die schönste. Ist halt auch leider schon ein bisschen älter. So. Mal noch ein bisschen mehr Unschärfe rein. Oh ja, betäubt mich. Ist ja gut. Hab's verstanden. Blöde Fehler. Aber auch schon wirklich das letzte Dungeon. Das war dann das letzte, was ich gelaufen bin. Boah, das ist lange her, weil sich dann, wie gesagt, dann hat sich die Gilde aufgelöst. Oh, ein Schatzspeicher. Den nehme ich natürlich mit. Klick. Findet uralte Schätze. Ja, gut. Ah, da ist noch eine blutverschmierte Seite. Da können wir gleich mal ein bisschen Story hören. Dann müsste ich ja gleich eigentlich zu der großen Fledermaus kommen. Ah, da hängt sie auch schon. Sehr gut. Das ist eine Elite. Na, Signatur, okay, das geht. Leere trieb ihre Fledermäuse mit dem glatten Fell, dunkel wie die Nacht, an den großen Bottich. Sie übertrug die Krankheit auf ihre Flügel und schickte sie über die Berge in die Welt. Ja, ganz toll. Schön, die Fledermäuse auch noch versaut. Gut gemacht, Mordor. Did a great job. Okay, der ist so das Level, was 115. Ein bisschen näher dran, wir waren ja 114. Kaputt. So. Keine Sorge. Wisnack an meinem Plan. Anschleichen wird nichts. Ja, ja. Du bist der schlauste Begleiter, den ich je hatte hier, ey. Jetzt alle 58. Muss ich so gleich zurück, wenn die nochmal auf dem Ufer sind. Klebrigen Schleim. Und noch ein schlechter Plan. Oh Gott. Nicht fliegen, einfach klettern. Gut, dann klettern wir. Oh, jetzt sind die alle wieder. Die spawnen so schnell. Ich laufe jetzt hier durch. Spawnen wir zu schnell. Ich habe keinen Bock dagegen anzukämpfen. So viel HP habe ich ja. Hopp und tschüss. So, und hier draußen sind auch überall Fledermäuse. Ja, die haben mich natürlich gesehen. Ihr mit eurem blöden Betäuben.
Jo. Und jo. Dann mit klebrigen Schleim. Bezwingt mörderische Hurons. Ah, hätte ich mehr gewusst. Ist ja alles krank hier. Hier müsste Schleim sein. Ah, von den Pilzen. Nee. Hä? Was ist denn der Huren? Da hinten. Den greife ich gleich an. Was ist denn mit dem... Riecht das Schleim her? Ah ja, kann ich gleich die Hurons angreifen. Perfekt. Mach jetzt mal die und dann gucke ich nur nach Schnecken. Dass jetzt die FPS besser sind. Ein bisschen habe ich jetzt runtergestellt. An Graphic. Da macht er sie kaputt. Leiser. So. Sollen wir noch ein Horn? Also die geben nicht ganz so viel Schleime. Aber ich kann ja hier noch die Blutschnecken angreifen. Sieht aus, als ob der mich angreifen würde, der kleine Kollege hier. Aber ich muss sowieso 10 Blutschnecken. Ich muss noch 10 Blutschnecken machen? Huch. Muss wohl irgendeine Quest sein, die ich vergessen habe. Naja gut, dann haben wir noch 10 Blutschnecken. Ist wieder so schön, dass bestimmt Gegner, die sich mit anderen Gegnern die Spawnpunkte teilen, dann findet man wieder keine. Dahin will ich. Alles irgendwie infiziert, obwohl es sowieso schon Orks sind. Warum sollen die Orks denn... Naja. Ja, hier soll das sein, aber... Hier sind keine Schnecken. Das sind Sumpfkeiler, die kann ich umhauen. Ach, da sehe ich eine Schnecke. Ich hau mal lieber ein paar um, dass ich in der Hoffnung Spawnpunkte frei mache. So. Da haben wir noch eine Rune bekommen. Ja, weg, ja. Ja, die kann ich ja nicht öffnen. Da müsste ich jetzt wieder einen Schlüssel für kaufen. Es ist halt einfach sowas von Effen monetarisiert. Kann ich einen Speer tragen mit dem? Sperren wir uns erstmal. Ist nicht ausgegraut. Ich sag, wenn der nämlich den hier alles gleich platt machen kann, dann habe ich hier noch ein, zwei Gürtel. Und dann muss ich mal gucken. Das ist eine blutige Blutschnecke. Was passt, wenn jeder Baum 4 gibt? Jetzt passt es nicht mehr, okay. Ich habe zu viel Schleim gesammelt. Ich weiß nicht, wenn jeder
Baum 4 gibt und ich muss 5 machen, hätte ich 20 Schleime und ich muss dann noch 10 Schnecken. Dann wird das genau aufkommen. Aber ich scheine, glaube ich, die eher zusammenzukriegen, die Schleime, als die. Verstehe ich jetzt, bekommen wieder 4. Aber die Schnecke hat, glaube ich, auch gerade 3 gegeben. Da ist noch eine Blutschnecke. Ist keine Schnecke. Komm her. Ah, da ist auch noch eine. Gehen wir gleich mal mit. Ihr seht, es ist auch gerade hier nicht viel los, weil ich ja natürlich auch weit zurück bin. Ich glaube, in den neuesten, ich weiß gar nicht, wo jetzt das die neueste Stadt ist, wo was los ist. Also Bre auf alle Fälle. Aber ja. Was noch da ist. Oh, jetzt hat er. Nein, jetzt hat er so ein Schleimding gelegt. Blutkrähe. Ich guck mal hier weiter in der Pampe. Seuchenratte. Ja. Ach, come on. Du kommst genau dann rüber, wenn ich hier langlaufe. So. Angreifer, Sumpflaura. Ah, jetzt muss ich diese blöden Schleime suchen. Das kann doch nicht sein. Da ist noch eine. Oh, da ist noch ein Horn. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. Ja, also meine richtig erste RP-Berührung, und deswegen habe ich jetzt Herr der Ringe angeschmissen, weil ich, wenn ich über RP anfange zu reden, habe ich hier angefangen. Hier habe ich RP, textbasiertes RP gemacht. Ja, anstrengend, ne? Man tippt ganz schön viel. Dann auch ein bisschen in WoW gemacht, aber ich fand das Setting von Herr der Ringe immer irgendwie besser als WoW. Ich mag es dann, also wenn ich Fantasy mag. Weiß ich, kann man das noch Low Fantasy nennen? Es ist keine Low Fantasy hier, aber es ist. Es geht nicht in dieses industrielle. Jetzt gerade natürlich beide Gegner. Und es geht nicht in das Industrielle rein. Ne? Das fand ich halt ganz gut. Also nicht wie bei WoW mit Dampfpanzern und Gewehren und was weiß ich, was da alle gibt, sondern hier ist wirklich. Ne, so wie man es da kennt. Maximal, glaube ich, Armbrüste ist hier das technisch fortgeschrittenste. Ja, und das finde ich dann halt auch gut. Das ist dann eher, was mir so zusagt von der, vom Setting. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen schwer getan, bei GTA jemanden zu haben. Oder zu spielen. Oh, sorry. Jemanden zu spielen, der nicht so im Fantasy-Bereich ist. Ich habe ja, wie ihr vielleicht merkt, ich spiele gerne Zwerge. Und da kann man, habe ich halt verschiedene Ideen, wie man so einen Zwerg spielen kann, ja. Also man kann durch den typischen Hau-drauf-Zwerg spielen. Man, ich hatte dann zwischenzeitlich gedacht, dass man so einen Kräuterkundigen spielt, der so ein bisschen, vielleicht meint ein oder anderen zu viel Rauch, ne. Kann man ja voll variieren. Und, ja. Dann bin ich halt nicht so ganz. So ganz, zack. Schön mit dem Bogen schon mal bearbeiten. So. Genau, da bin ich halt auch so ein bisschen. Warum habe ich eigentlich einen Bogen und keine Armbrust dabei? Das, stimmt, ich habe keine in Zierwerk drin. Ne, ich habe keinen. Mir fällt noch mal eine Armbrust craften. Brauche ich jetzt noch 2 Bäume. 3 Schnecken. Bäume sollten eher zu sehen sein als die Schnecken.
Ja, wie gesagt, das Setting ist ja sehr trist, ne? Momentan. Da ist noch eine Schnecke, sehr gut. Aber ich hoffe, wenn es dann Richtung Tal geht, dann wird es grüner. Ja! Sind schon alle 59. Das heißt, wenn ich jetzt die Quests abgebe, ich muss mir unbedingt hier einen Markstein setzen. Gibt es hier Markstein? Hier gibt es nicht mehr was zum Reiten. Doch, da unten. Was heißt das denn? Grisbald. Agarat. Habe ich da unten einen? Bolrut. Undun Brückenkopf darf ich nicht ändern. Das ist nämlich... Ist das jetzt hier oben? Irgendwas war hier oben. Ne, Sitin Gorogor. Das müsste der sein, der erste. Nee. Also den zweiten darf ich... Dann glaube ich nicht kaputt machen. Achso, der eine. Ah, ich sehe es gerade. Der eine muss hier unten sein. Ja, steht jetzt nicht dran. Achso, und dann kommt man. Ja, gut, ich denke mal, wenn ich hier oben fertig bin, dann geht es hier unten wieder hin. Ich muss aber dann auch. Wo ist denn jetzt hier? Da unten ist ein Schmied. Das ist schon mal gut. Sonst hier oben vielleicht. Ich müsste irgendwo hin mit Auktionshaus. Ja, wenn ich das jetzt hier... die Quests fertig habe. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die Quests fertig habe. Und wenn ich die fertig habe, dann gucke ich mal, wo ich mich hin teleportieren kann. Ich habe ja hier auch noch nach Minas Tirith kann ich zurück und hier kann ich nach Bree zurück. Bree wäre wohl most obvious, dann kann ich nämlich noch ins Auktionshaus, falls ich nicht genug Ersatz habe, um die Plätze wieder aufzufüllen. Boah, und dann kann ich nämlich auch gleich zur Bank, genau, zur Bank die Sachen einlagern. So machen wir das. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich müsste mir die Herr-der-Ringe-Filme gucken. Und ja, auch die Hobbit-Filme, auch wenn viele sie nicht mögen. Ich sehe sie quasi alleine und nicht immer unter der Herr-der-Ringe-Brille, weil dann kannst du nur verlieren. Das ist mit jedem Film so. Wenn du jeden Film, der irgendwie in diese Richtung geht, sagst, ja, der ist nicht so gut wie Herr der Ringe, dann so, ja, ist schon klar. Aber die haben eventuell auch einige gute Sachen. Und für mich als Zwergenfan haben sie die ganze... alles Optische der Zwerge sozusagen. Ne? Das finde ich ja halt ziemlich cool, dass sie das geregelt haben. Anders als im Buch, ja, das ist natürlich die nächste Kritik. Es ist aber nicht so wie im Buch. Ey! Ja, das Buch war viel besser. Tolle Buch. Wir machen die so einen Scheiß draus. Und dann muss man sich hinten hinterher fragen, so... Ja, es war mein Kinderbuch. Habt ihr das Buch mal wieder gelesen? Wollt ihr das als Film? Also kann man das quasi überhaupt in einem Universum, wo man Herr der Ringe kennt, bringen? Weil dann wäre nämlich die Diskussion gewesen, das passt ja gar nicht in das Universum. Das ist total anders. Was ist das für eine Scheiße? Also wenn man meckern will, findet man immer was. Braucht es drei Filme? Auf keinen Fall. Ein Film hätte wahrscheinlich auch gereicht. Maximal zwei. Das war ein Film zu viel. Ja, klar, es wird auf der in dem Bonus wird es erklärt, warum. Ist halt auch blöd, aber da muss man Warner Brothers einfach mal vors Knie treten und nicht extrem klebrig. Und dann mal weg. Und nicht den so viel besser die Waffen, ne? So eine Kacke. Aber jetzt diese Boni, die ich drauf habe, die will ich halt nicht hergeben.
Ich nehme einfach mal die Waffe mit, was das meiste Geld bringt. 27, 1, 27, 2. So. Na, reicht noch nicht ganz. Dann hauen wir den Baum auch noch rum. Von Peter Jackson. Ja, klar. Waren, also ich fand die Filme unterhaltsam. Ich hab sogar hier als da in meinem, hier in meinem, ne, hier da, in meinem Regal stehen sie drin. Als DVD und als Blu-ray. Warum nicht? Kann man als Popcorn-Kino. Vollkommen in Ordnung. Neues. Und wieder schlecht ist das, was ich habe. Habe ich mir da schon gecraftet? Aber ich habe doch die anderen Charaktere gar nicht so hoch. Oder haben die genug Material, um das zu craften? Aber das steht auch nicht hergestellt von. Dann kann das gar nicht gecraft. Ah, da schreibt jemand Y in die in den Chat. Das ist aber nett. Also, falls ihr ein Y vermisst, hier im Chat sind sie. Ist egal, alle gleich viel wert. Ja, eine Quest könnte ich noch machen. Was ist denn, wenn ich was zu Gandalf bringe? Es gibt auch Belohnungen. Dann nehme ich jetzt erstmal hier, wichtig. Zack. Auch die Moria-Ziege. Sehr, oder Widder besser gesagt. Dann reiten wir jetzt da unten mal hin. Und nehmen den Markstein da nochmal rein. Wo ist da unten auch ein Pferd? Da ist auch ein Pferd, ne? Wir gucken mal, wo uns der Brückenkopf hinbringt. Ich meine, das ist da oben. Ich meine, das wäre da oben. Wo Gandalf steht. Ich meine, das wäre da oben. Ja! Sehr gut. Das ist da, wo Gandalf ist. Ja, ja, Hundi, komm mit. Das heißt, dann kann ich bei Gandalf jetzt die Quest hier oben noch abgeben, am Schwarzen Tor. Ich hoffe nur, er teleportiert mich da nicht. Gar nicht, was jetzt hier die Idee war. Halbbrunnen richtet über eine wachsende Gefahr. Gehört die blutige Winkel auf der Ostseite. Ja, siehst du, bin ich ja gerade. Hier, das kaputte schwarze Tor. Schön durchgebrochen. Ja, kaputt gemacht. Durch den Ring quasi. Also hier unten ist ja eigentlich irgendwie ganz viel Shindy. Ja, die Leute laufen immer noch die Shindy. Ja klar, weil die, weil man da halt immer diese... Warum läuft man die eigentlich? Ja, wahrscheinlich für irgendwelche Gratifikationen noch, die man holen kann. Aber kann man damit noch irgendeine Sache aufwerten? Das geht nicht. Feldfrüchte ohne Ende. Gandalf, wo bist du? Warum stehst du so weit draußen? Hallo an Marcelo 1991 und an Highlife Reaper. Oh, es wird erweitert auf 130. Ich bin so weit hinterher. Hier oben in Erebor. Oh ja, geil. Hier muss das sein. Tal, ne? Genau, jetzt kommt man ja nur zum Eisern. Hier, ach, hier oben. Oh, man kann in Erebor rein. Warte, Marcelo, ich überlege. Ah. Herr Müller. Richtig? Habe ich es wieder versaut? Ja, sehr gut. Und in Erebor geht's weiter.
Das freut mich ja. Das ist ja der Hammer. Ach, hier oben. Ist das schon da? Nee. Das ist noch was. Oh, hier gibt es noch ein Gebiet. Alter. Ich muss echt weiterspielen. Ich komm überhaupt nicht mehr klar. Was ist das hier noch alles? Der Amboss? Ach du meine Güte. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das Sturmtor. Och du meine Güte. Sagen Sie mal, Herr Müller, das tut mir echt leid. Das hat sich gestern IC so verlaufen. Auf einmal wurde ich angerufen, dann hieß es, ich kann ein Privatboot mitkriegen, bin ich dann zum Strand gelaufen, dann war ich auf dem Flugzeugträger, es ging irgendwie, gestern war dann völliges Chaos. Ich hoffe, ihr seid noch irgendwie auf den Flugzeugträger gekommen. Oh, die Rückeroberung, jawohl, die Rückeroberung von Gundar, jawohl, das finde ich sehr gut. Sehr gut. Immer zurückerobern für die Zwerge, bin ich voll bei. Ah, hat sich noch ein Boot gekauft. Okay. Okay, das freut mich, weil ich, das war irgendwie, es war auch gestern dann extrem Kopfschmerz. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, die ganzen Zivilisten standen im Flugzeugträger drinne und die Pedila standen oben alle, teilweise auch auf dem Deck und die konnten sehen, was draußen passierte. Und ich weiß nicht, wie es für euch war, aber ich stand mit meinem Charakter einfach nur drinne, habe abgewartet und dann kam der Alarm. Dann sind wir aber auch nicht irgendwo hingegangen und dann standen drin im dunklen Schiff und dann wollte ich gerade zur Seite rausgehen vom Flugzeugträger, um zu gucken, wie es draußen aussieht und dann war auch schon der Server down. Joa, das war, hat mich so ein bisschen, joa, ne? Das hat mich ein bisschen sehr mitgenommen, dass ich da nicht nochmal rausgucken konnte. Ne? Ja, ich weiß, auf der anderen Seite waren, aber die Polizisten haben gesagt, wir sollen hinten bleiben. Die Polizisten hatten gesagt, wir sollten hinten bleiben, wegen den Kopfschmerzen. Das heißt, wir standen innen bei so einem Jet und haben uns nicht mehr bewegt. Und haben uns einfach nur gewartet, was jetzt passiert. Das war im Nachhinein war es blöd. Ja, kann ich nicht ändern. Ich habe es mir dann auf Streams angeschaut, ne? Moment, und auf dem Beta-Server ist gerade das neue Gebiet rund um die Rückeroberung von Moria. Mehr Zwergen-Content. Ich muss Heldering Online weiterspielen. Es hilft nichts. Kein GTA-RP mehr. Herr Müller, die Frage, die sich alle fragen, ja, geht's RP woanders weiter oder jetzt abwarten? Ich für meinen Teil bin unsicher. Aber wo ich jetzt gerade hier so ein bisschen Freudenflash kriege, ja, von Highlife Reaper, der mir da so ein bisschen hier Freude wieder zeigt für Herr der Ringe. Wenn es Zwerg geht, bin ich immer dabei. Ne, dann wird das natürlich sehr cool. Da muss ich hier erstmal reinhalten. Aber nein, das Event war gestern schon krass. Das war auch voll emotional, weil man irgendwie, was ist jetzt? Überlebt der? Ich habe ja noch versucht, ganz viele Leute anzurufen. Die waren leider nicht online. Gestern bin ich auch noch zweimal rausgeflogen. Dann habe ich in den... im neuen Raid kämpft man gegen den Balrog. Aber kann man doch nur verlieren. Wenn man mit... die Rückeroberung. Da kann doch nur gegen den Balrog verlieren, wenn es mit Rückeroberung von Moria ist. Da verstehe ich das gerade falsch. Ach du meine Güte. Der Herr Müller ist ja überall. Ja, ich überlege auch, ob ich eine Pause mache. Also die Idee ist natürlich, wenn du auf einen anderen, für mich jetzt als Anfänger auf einen anderen Server zu gehen und noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber ich weiß halt nicht, welcher Server. Ne? Ach so, 50% der Moral musst du verlieren. Ja, ja, das ist dann schon nachvollziehbar. Ja, ja. Aber ist ja cool. Dann geht man noch mal zurück nach Moria immer gerne. Finde ich cool. Finde ich auch cool. Ich liebe ja Moria. Sieht man ja vielleicht an der Rüstung. Moria einfach mein Lieblingscontent aus dem Spiel. Ja. Es sagt, glaube ich, alles. Also das Feeling, dass erst wenn du nach Moria reingehst oder auch als Moria gerade frisch war, wenn du dich da hin und her bewegst, großartig. Großartigst. Ja, muss aber sagen, Highlife Reaper, ich habe schon lange nicht mehr irgendwas an Instanzen gemacht. Ich glaube, ich bin das letzte Mal irgendwelche Instanzen, ich glaube,
kann man das Instanzen nennen? Hier die Kämpfe um Helm's Deep. Also Helm's Klamm. Ich glaube, das war das Letzte, was ich gemacht habe. Wo man irgendwo ich mit anderen Leuten zusammengespielt habe. Weil, wie gesagt, meine Gilde besteht ja eigentlich nur noch aus zwei Leuten. Also mich und einen anderen. Ich glaube, meine größte Zeit Instanzen laufen war einfach in Moria. Wie blöd. Wie blöd. Irgendwie ist das alles... Das muss ich mal gucken, ob ich das mal irgendwann nachhole, ne? Ja, Marcello, das Problem ist, du wirst Müller und Harper schlecht weiterspielen können, weil das Setting in den 90ern spielt. Dann müsstest du einen jungen Müller und ich, gut, ich könnte einen jungen Harper spielen. 30 Jahre jünger, das geht. Dann ist er, 40, dann ist er 40. Aber du kannst, glaube ich, dann... ja, mit Müller wird schwierig, ne? In Liberty City. Ach so, ja gut. Ich weiß ja noch nicht. Also ich finde Harper als Charakter cool, aber die Frage, wo gehst du mit dem hin? Also einen 70-jährigen Opa ins PD brauchst du halt nicht stecken. Also irgendwie bleibe ich mit dem im Zivil-RP. Gegebenenfalls könnte man Crime-RP machen, wenn er als Zivilist irgendwie nicht, wenn ihm nicht geholfen wird oder wenn er selber so Rachepläne schmiedet, weil er so niedergedingstert wird. Aber ich sehe nicht, ich weiß nicht, wie ich den zum Beispiel ins PD oder ins MD oder so, ne? Der Mafia-Opa, ja, ja, das könnte man machen. Aber Crime-Spielen sollen auch sehr schwer sein. Und das ist natürlich auch so eine Sache, ob man als Anfänger dann gleich direkt in die Crime rein soll, weiß ich auch nicht. Oder ich muss so ein Dulli-Crime machen, wie viel auch Piep gemacht hat, ne? Wo der Mafia-Opa hat auch was, ne? Ja, das ist so ein bisschen... Ich habe noch überlegt, ich hatte mal eine 3 Jahre lang eine französische Freundin. Danke für den Follow, Highlife Reaper. Hatte überlegt, ob ich den Dings da spiele, was ähnliches wie den Dumont, also ein Franzose. Da habe ich dann, müsste ich noch ein bisschen am Akzent arbeiten, aber ich habe so ein bisschen Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, also wenn man so ein bisschen Französisch redet. Ja. Nicht ganz perfekt, aber so ein bisschen habe ich mir damals halt, weil meine Ex-Freundin hatte da ja auch einen französischen Akzent. Und da war immer die wichtigste Frage war immer, was ist der Unterschied zwischen Kirche und Kirsche? Ja, das haben die nie vernünftig hingekriegt, mit Kirche und Kirsche auszusprechen. Was ist der Unterschied zwischen Kirche und Kirsche? Und dann sitzt du da, was? Zwischen Kirche und Kirsche. Was? Ne? Ja. Und dabei ging es eigentlich um Kirche und Kirsche. Großartigst. Und sowas kann man natürlich dann ins RP kannst du das bringen, ne? Von wegen, theoretisch, wenn du sagst, ja, die Kirche des Lichts, ne? Sagt jemand die Kirche des Lichts, dann sagst du, ah, kann man die essen, oder? Also kannst du natürlich da jeden Schwachsinn machen. Und, das wäre die nächste Idee, weil es ja in den 90ern spielt, da gibt es ja noch ein bisschen anders, der dich überlegt. Also die Überlegung ist, einen Franzose zu spielen, der so als Parfümverkäufer oder irgendwie sowas so irgendwas Französisches versucht zu verkaufen, so irgendwie Parfüm so, ne? Mit hohe Do. Ja, so viel viel Wasser. Ja, irgendwie sowas ganz Schönes, was gut klingt. Das wäre nochmal so eine Überlegung. Aber ich weiß halt nicht, wie weit die da jetzt auch, ist ja noch nicht so alles klar, auch mit dem Modding und so, wie weit sie da reingehen. Das muss man dann mal gucken. Was habt ihr über das Arganite herausgefunden? Sind die Gerüchte wahr? Genau. Und dann ist halt die, muss man ganz kurz lesen hier. Ich denke auch, also die haben ja gesagt, von wegen macht Sommer und so weiter. Und ich kann es verstehen, im Sommer spielen sowieso weniger. Ganz ehrlich, ich habe ja hier nur, ich habe zwar keine Dachgeschosswohnung, aber meine Wohnung hat nur Fenster zur einen Seite und zwar da, ja. Und wenn das im Sommer warm wird, ich kriege hier keinen Durchzug hin. Das heißt, ich gehe hier nur ein, dann bleibt der PC sowieso aus. Außerdem kann man im Sommer so besser machen, ganz einfach am PC zu sitzen. Mal davon abgesehen. Je nachdem, wie es in Deutschland wird, weiter mit den Impfen. Ist aber ein anderes Thema. Genau, wenn die schon schreiben, genießt der Sommer, gehe ich da auch von aus.
Was ich gestern noch ganz viel gemacht, ich war bis 3 Uhr nachts wach noch und habe von allen möglichen Streamern deren Ende geguckt. Und die saßen ja, wie gesagt, auch zusammen in Talks. Und das war halt super interessant. Da auch mal von denen so die Sichtweise. Da war, also ja, geschockt, glaube ich, können wir beide sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht geht es mit irgendwas weiter. Ich habe gestern in dem einen Talk auch noch mitbekommen, dass der Krishna wohl auch weg ist von dem Projekt und soll dann irgendwie neue noch gespoilert haben. Das ist natürlich auch nicht so nett. Aber ich habe nichts mit, ich habe OOC nichts mitbekommen, außer halt die ganzen, ne, die ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Gerüchte, die an OOC waren und IC sowieso. Das Schlimmste, was mich am meisten ärgert, dass ich meinen verdammten Club nicht den Leuten aus, von Helmut zeigen konnte, weil die mich ja eigentlich angestichelt haben, Club zu kaufen. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Ja, erstens das. Also ich hätte es lieber, also ich hätte erstmal gewollt, dass die irgendwie sagen, hier, das ist das Schiff, ihr könnt euch frei bewegen, passt bloß auf. Ja, dass man dann quasi irgendwie auf dem Schiff zumindest ein bisschen rumlaufen, weil unten nur stehen, es war unten nur Kreis-RP. Ich glaube, die letzte halbe Stunde vor dem Untergang war nur Kreis-RP und Kopfschmerzen-RP. Und das war ein bisschen schade. Da hätte ich zumindest mal irgendwie rumgeht. Ich habe da noch einen Polizisten, den ich EC kannte, da bin ich noch hin, den habe ich dann quasi noch erkannt, zum Glück. Den habe ich noch kurz angesprochen, so schön, sie zu treffen. Er so, ja, auch schön, sie zu treffen und so weiter. Und dann war das, da bin ich wieder Kopfschmerzen gekriegt. So. Na. Ja, aber irgendwie gefällt mir der Charakter Harper auch, ne? Das ist so ein bisschen... Hast du deinen Müller eigentlich immer gleich gespielt? Oder hast du den einmal irgendwie gespielt als total arroganten, einmal irgendwie als super überfreundlichen? Oder hast du alle immer versucht, zugleich zu spielen? Wir müssen nach Minas Tirith zurückkehren. Oh, es geht nach Minas Tirith. Was denn jetzt? Ach, ich habe X angemacht, ja. Was sagen denn meine Waffen? Na, ich habe noch ein bisschen. 1000 Erfahrungspunkte. Ihr und der Zauberer werden ebenfalls in die Stadt kommen. Werde ich jetzt teleportiert? Nö. Da muss ich hin. Da muss ich hin, ja. Ja, wie gesagt, ich fand es cool, dass man noch versucht, die Leute zu evakuieren. Das fand ich von der Idee cool, muss ich einfach sagen, weil das so ein bisschen, ich glaube, hätte man das nicht gemacht, hätte man die Leute, dann wäre das so ein bisschen, es war ja teilweise so, dass die Leute sich auch einbarrikadiert haben, wie blöd, weil sie nicht wussten, was passiert. Kann ich auch nachvollziehen. Aber ja, ich hätte das, also, ich fand es schon cool und ich fand es cool, dass man es halt so beendet hat und nicht lang gezogen hat und dass man merkt, es geht immer, also es war irgendwie, ja, es kann insgesamt, fand ich schon, war schon okay, ja, also ich konnte damit leben, ich konnte das gestern Abend, musste ich das erstmal verarbeiten, weil ich dachte, ja, das geht gleich weiter und so, Server wird neu gestartet, ja, so ein Blödsinn. Und besonders, weil man so viele Kopfschmerzen hatte, dachte ich erst, ah shit, ich habe wieder Kopfschmerzen. Und wollte connecten und sagte so, Server geht nicht. Das, was gestern krass war, das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, ne? Der TS, es waren so viele Leute da, ne? Also alle wollten nochmal an diesem Event teilnehmen, was ich richtig cool fand. Das fand ich nochmal richtig schön. Ich bin, dass da so viele, unsere Reise zur Stadt dabei zu haben. Seid ihr bereit? Dann brechen wir. Oh, es ist wieder eine Aufgabe. Ja, komm. Machen wir das jetzt. Das ist weit genug für die Nacht. Wir ziehen morgen weiter in. Ah, ich bin ganz woanders. Entzünde dein Feuer. Ach so, weil ich so rum dahin komme. Na gut.
kann ich hier nicht verlassen. Ja, ich gehe jetzt hier raus erstmal. War das nochmal. Wann anders. Genau, 16 Uhr war schon 120. Ich habe gestern erst um 19 Uhr so eingeloggt. Da stand schon irgendwie 275. Ich so, guckst auf den TS, siehst einfach nur unendliche Liste an Leuten. Boah, das war schon cool eigentlich. Es ist halt schade, dass Rage immer, wenn so viele da sind, dann Probleme kriegt. Ist nachvollziehbar. Ne? Irgendwo gibt es ja auch Kapazitäten, aber es war halt schade. Weil halt immer, ich hatte das teilweise gehabt, hinter mir stand dann eine Kopfschmerzen, 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 Kopfschmerzen und dann ist irgendwie die ganze Gruppe hinter dir verschwunden auf einmal. Ne? Ja, aber es gibt jetzt viele, die auf Skyline gehen, habe ich gesehen. Den kenne ich gar nicht. Wartest du jetzt nochmal einen auf Lucky V, Kühlwasser und Homestate? Kann ich jetzt auch zu denen nichts sagen. Ich habe jetzt nur gesehen, viele haben gesagt, sie gehen auf Skyline. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es da ist mit dem Whitelisting. Viele gehen auch auf Lucky V. Der soll sehr groß sein. Da sagen auch einige Streamer, da gehe ich aber nicht hin, weil irgendwie, keine Ahnung, das sind Sachen, stecke ich nicht drin. Oh, mein Auge, mein linkes Auge rührt mich gerade um. Stecke ich auch nicht drin. Ich fand es nur schade, muss ich auch ehrlich sagen, als ich das gelesen habe mit der Erklärung der Leitung, dass ganz viele da ihr IC-Kram dann OOC getragen haben und damit den Support so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verstopft haben. Das ist eigentlich schade. Und das muss, meiner Meinung nach muss das nicht sein. Ich, wie gesagt, ich hab da ja mal leicht reden. Ja, auch ein bisschen zu leicht reden, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja, ist halt schade. Ja, muss ja nicht zwingend sein. Also man sollte sowieso voneinander trennen, mal davon abgesehen. Und dann ist es halt umso mehr ärgerlicher, wenn man irgendwie hört, dass es dann in den letzten Wochen massiv zugenommen hat. Ja. ...1500, reicht das? Nein, das reicht nicht! Wie fehlt denn mir jetzt noch? Ja, glaube ich, gleich noch ein paar Gegner. Das will ich jetzt haben für alle, da kann ich die dann gleich wieder kaputt machen. Für den... ...einmal... ...für den... Ein paar Gegner habe ich ja hier irgendwo noch, die ich hauen kann. Den und auch noch. Der auch noch. Und einmal für die Axt. So. Ja. Ich bleib noch ein bisschen. Ja, die sind kurz vom Level up, dann level ich die jetzt eben. Gegner jagen. Machen wir noch ein bisschen was kaputt. Jetzt bin ich irgendwie gerade voll heiß auf Lotro. Oh, die sind alle grau. Jetzt bin ich gerade irgendwie voll heiß auf Lotro. Jetzt will ich hier weitermachen. So ein Mist. Warum sind die grau? Ach, das sind nur 106. Au. Oh. Da muss ich ja wieder durch Mordor reisen. Nein. Den nicht. Der will ich hin. Gucken wir mal, ob ich jetzt wieder in den Sumpf komme. Kann ich da noch ein, zwei Gegner kloppen? Ja, jetzt wo High Life Reaper das sagt, jetzt habe ich ja wieder Bock, ne? Jetzt bin ich da wieder drinne. Auf zur Zwergenkultur. Vielleicht liegt es auch einfach dran, dass hier das alles so ein bisschen... Nein, das ist ja ganz woanders. Oh nein. Ah ne, es geht noch. Okay. Ich dachte gerade, ich bin ganz woanders. Das ist, hier ist in Ordnung. Der Markstein. So weitermachen. Achso. Noch Quests offen. Habe ich die nicht abgegeben? Oh, er hat die nicht abgegeben. Das ist doch nicht wahr. Na gut, dann muss ich jetzt aber erst Gegner noch kloppen und dann. Wieso habe ich die nicht abgegeben? So Mist.
Ja, okay. Vielen Dank für den Hinweis. Solve Uni. Coupon-Code. Danke. Was auch immer das ist. Ich hole mir eine universelle... Ja, danke. Nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Jetzt auf 5 Minuten Cooldown. Dann gehe ich nach Bre zwischenzeitlich. Muss sowieso mein Bankfach nochmal aufräumen. Oh, ey. So lange nicht mehr hier reingeschaut. So. Gegner, kommt her. Ja, gegen den will ich nicht kämpfen. Ich hasse die Dinger. Ach ja, ich bin ja nicht bei WoW. Ich muss ja hier aktiv absteigen. Gibt ja auch Sinn. Zack. So. Das war nur ein Kampf. Oh, ich habe neue Tat bekommen. Oh, und nochmal 2 Erfahrungspunkte Steine bekommen. Nice. So, dann gehe ich jetzt noch nach Bre. Gehen wir mal nach Bre. Dann kann ich da nochmal auch gleich Auktionen gucken. Legendäre Gegenstände. Jetzt nehmen wir mal die weiße Zwerg, die weiße, die kommt quasi von Lothlorien aus den Taten. Wo war jetzt der Schmied Dude nochmal? Im Südtor. Dupti-dupti-du. Auch noch so, ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen auch noch brauche. Scharmützel. Schon lange auch kein Scharmützel mehr gemacht, weil das auch so langweilig ist. Was ist das denn? Rang ansehen? Ah, das ist PvP, ne? Hier richtig? Oh, ich hab schon lange nicht mehr. Ach, nee! Was ist das denn? Einsatzzentrale? Okay. Das ist eine Quest für mich. Seid gegrüßt. Seid ihr dem Ruf zum Krieg gefolgt? Ziegen werden euch in allergrößten Eile zu Prinz Durin. Das spare ich mir auf, da gehe ich später hin. Spieler. Ah, ich habe keine Spielernamen an, sehe ich gerade deswegen. Hier sind Spieler. Ich glaube wegen RP, ne? Wie mache ich den nochmal an? Ah, Raute, genau. Oder? Ne, Raute war ich nur selber. Egal. Brauche keine Spielernamen. Ich muss jetzt nur zum Schmied. Ja, im Tor. Ja, ja. Das gute Herr der Ringe online. Komm auch, wie gesagt, ich komme halt immer wieder zurück, ne? Ich will halt andere spielen, dann gucke ich doch hier wieder rein, weil es mich doch so fesselt. So. Nein. Den brauche ich nicht. Was kann ich für euch tun? Nein. Zerlegen. Doch, da. So. Den einmal zerlegen. Was nehmen wir raus? Schildschaden oder sowas von. Jo. Relikte, was können wir finden? 900.000, sehr gut. Axt. Klick, zerlegen. Jupp. Zack. Dann die Axt müsste das auch sein.
Ja, die ist noch nicht eingelegt, die auch nicht. Das Ding. Genau. Das ist 60, zerlegen. Aber das gleiche, verkoppelt eh gleich. Schön Relikte hier nochmal pushen, besorgen. Zack, das ist der Gürtel, der kann auch zerlegen. Schön zerschmettern auf alle Fälle, jo. Dann hast du noch die Axt. Zerlegen. Glücknis des Wächters auf alle Fälle. Dann habe ich noch das auch noch. Ne, das nicht. Also ich noch die Keule und das. Dann habe ich 4, die ich ausrüsten kann. Oh. Zack. Und den noch zerlegen. So. Jetzt habe ich erstmal wieder ohne Ende um. Bin voll. Alarm. Alarm. Der auch noch? Nee. 5 habe ich. So, dann rüsten wir mal aus. Jo. Jupp. 1, 2, 3. Kann ich den Speer schon mal wegwerfen, weil der ist nicht für mich zu gebrauchen. 4, 5. Das heißt, 2 hole ich mir dann im Aktionshaus. So, Händler. Mein Dings aufräumen, mein Inventar. Die behalte ich. Legendären Waffen jetzt umschieben, den dahin. Und war das 5. Was ist das denn? Krafttränke. Ich muss hier echt aufräumen, ey. Ich habe sogar noch eine. Ah! Hier ist sogar noch eine Verbesserung der Attributstufe drin. Sehr gut. Die kann ich mir auch, glaube ich, in-game erfahren, diese verbesserten Attributstufen, meine ich, ne? Boah, ich muss auf die Bank. Ich muss jetzt erst die ganzen Dings da wegbringen. Falsch. Ich sollte öfters mal wieder spielen. Ich reite den Bree falsch. Katastrophe. So, hier müsste ja auch eine Bank gewesen sein, ne? Genau da oben. Was sind hier für Aufgaben? Ach, guck mal. Ein Zwergenkumpel. Boah, was hat der denn für ein cooles Schild? Das will ich haben. Warum hat der so ein cooles Schild? Und der Helm? Ah, der ist mir ein bisschen zu elfisch. Aber das Schild ist cool. Das ist ja der Hammer. Das ist echt der Hammer. So, was gibt's denn hier? Wie darf ich kann euch man hier tauschen? Au. Oh. Ah! Prachtstücke des Glanzes kann ich kriegen. 1000 zu 1000. Gibt es hier wahrscheinlich Ziel? Ja, hier gibt es nur Zielwerk.
Was? Ach komm Leute, das ist doch einfach hässlich. Die Schulterschützer sind aber schick. Warum ist denn die Brustrüstung schon wieder so hässlich? Der Umhang ist schick. Was brauche ich denn dafür? 4000 natürlich. Der Umhang ist schick mit den Bergen drauf. Den fühle ich. Den fühle ich echt. Das Kapuzenumhang. Ah, nee, gelb, es geht gar nicht. Also, das ist für Autos. Für die Wohnung. Ach so, das sind, das denn? Ein Esel. Ich brauche keinen Esel. Emote. Glühwürmer. Zirpenkäfer. Nein, ich brauche ihn nicht. Was hast du denn? Tauschen. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Der Schriftrolle schaltet die nächste Stufe des gewählten Attributes in inspirierten Gegenstände frei. Darf maximal Rang 74 bitte haben. Stufe eines gewählten Hauptattributes. Das ist Nebenattribut, ne, hier. Ja, eines gewählten Attributes, okay. Ah, das ist der Hauptattribut, ja, das musste ja hoch. Das heißt, ich kann die hier eintauschen. Was sind das für Dinger? Aschepartikel der Verzauberung. Die Reste von Verzauberung, die einst der Ausrüstung magischen Ursprung gab. Geschichte der Elbenspiele können sie nutzen, um Austausch wertvollen Ausrüstung anbieten. Ja. Das verstehe ich. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die herkriege. Rezepte. Spielerezept. Relikte. Was ist das denn? Ja, das sind wieder Instanz-Sachen. Das ist auch Instanz. Ah, 115 Set. Okay. Gab es nicht eine Taste, mit der ich meine Sachen auch wegstecken kann? Es gibt eine Taste, mit der ich meine Ausrüstung wieder einstecken kann. Hä? Hier ist die Bank. Meine ich. Das ist neu hier, oder? Das kenne ich gar nicht. Das ist ein neues Haus, was die gemacht haben. Die hier noch eine zweite Bank extra nach Bre gepackt. Ah, die Brustrüstung fühle ich schon eher. Die sieht schon besser aus als das andere Ding. Ja, Menschen natürlich wieder mit dem Besten hier. Das hat was von Nazgul mit dem Kopfding. Lassen wir mal. Krass, ist das hier alles zum... Ach, come on. Wollt ihr mich veräppeln? Das ist alles hier Werk, was man schön gegen Mithril kaufen kann, ne? Natürlich, war klar. So Elbenrüstung. Ich will Zwergenrüstung, wenn. Ach, come on. Die haben hier extra so ein Ding gebaut. Nur, dass du hier alles anklicken kannst, um schön Geld im Shop zu lassen. Ah, ist auch schon, ne? Ah, ist schon ein bisschen dreist. Pferde. Ist doch Ziegen. Pferde. Ah, die kann ich auch gar nicht anklicken. Okay. Ah, schon ein bisschen. Geld muss man ja machen. So. Bank öffnen. Jetzt kriege ich den nächsten Anfall. Ah, die ist auch fast voll. No. Das Schlimme ist, wenn ich gemeinsam Lager aufmache. Ah, der hat noch 40 Plätze. So. Die Erfahrungspunkte-Dinger.
habe ich nämlich schon einige von. Dahin. Dahin. Ich muss echt. Ich sag, ich räume jetzt erstmal mein Inventar auf. Das. 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 Ich habe hier sogar noch leuchtende Talismänner für Hoffnung. So. Noch irgendwas. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch mehr von den. Ich habe hier sogar noch Schriftrollen. 5. Ah, ich will kein Attribut ersetzen. Das legen wir auch erstmal hier hin. Die muss ich so irgendwann farmen. Hilft nichts. Genau, und da kriege ich die Aschepartikel wieder her, die ich dann wieder brauche. Okay. So, jetzt packen wir erstmal. Ich muss hier echt sortieren. Okay. Lassen wir mal so. Haussachen. Habe ich noch was fürs Haus drin? Oder habe ich das schon alles weggetan? Das nur. Das ist auch fast voll. Ne, hier. Das ist alles. Habe ich das. Habe ich die ganzen optischen Sachen weggeworfen? Ich hoffe nicht. So viele EP-Schriftrollen. Hier noch einzelne Karten, die ich mal bekommen habe. Mist, ich habe die doch alle weggetan. No. Ich habe meine ganzen optischen Sachen weggepackt. Mist. Ja, wahrscheinlich wegen wahrscheinlich wegen Platz einfach. Ärgerlich. Kostet den Lagerraum. Ja komm, einkaufen wir uns. So. Hab ja hier oben genug Punkte. Einen können wir uns nämlich noch gönnen. Die Ding, hier noch oder sonstiges. Dann lasse ich die besser hier drinne. Ich die eh farmen will. Hier noch Verbesserung, Runikampfwaffe, Tauschgegenstände, Handwerk, alles. Ah, ich brauche mehr Kategorien. Oh nö. Kann ich dir noch eine Kategorie hinzufügen? Scheinbar nicht. Mist. Joa. Und diese legendären Fragmente. Und ich habe hier auch noch Symbole und. So, jetzt muss ich erstmal alles verstauen. Genau, also wenn wir das sperren, ich will diese Aschepartikel haben. Wenn ich da nämlich genug von kaputt mache, kann ich mir halt neue von den Schriftrollen holen. So, das habe ich. Ah, hier. Habe ich überhaupt so eine hohe Erfahrungspunkte-Runde schon mit 900? Das ist ja meine höchste, die ich habe. Die ist ein bisschen schwächer. Habe ich auch schon 20 von. Jetzt habe ich hier diesen. Was habe ich denn hier noch drin? Ah, ne, hier sind die ganzen Sachen. Aha! Hier ist das drin. Ich wusste doch, ich schmeiße das nicht weg. Ich behalte ja einfach alles hier. So, das gehört erstmal dahin. Ne, das ist Emote-Kram, ne? Das muss in die Haupttruhe hoch. Dahin. So. Das gehört erstmal dahin. Dann. Schön aufräumen hier erstmal. So. Die Dinger kann ich alle gut verzaubern und kaputt machen. Was haben wir hier?
Das ist Buff-Kram, das kommt weg. Alles weg. Ja. So, das kommt jetzt erstmal hier weg eigentlich. Was ist das? Ich glaube, da habe ich noch genug von diesen blöden Rollen, oder? Das ist fürs Haus. Das kommt erstmal hier rein. Zack. So, das ist schon mal weg. Das ist Zierwerk. Das kommt erstmal da rein. So. Noch mehr Kram an Zierwerk. Dann habe ich hier diese Feuerwerk-Zwergenkerzen. Also so viel. Das kostet mich viel Inventarplatz. Ja, auch noch die Feuerwerkskörper alle ab. Ja, komm. Ich brauche einfach mehr Platz. So, jetzt kommen die Zwergensachen hier rein. Ich ballte erstmal alles. Wenn irgendwann das Spiel abgestellt wird, dann verpulver ich das alle. Ja, und jetzt tränke ich auch alles. Jo, weg. Ist das? Hoffnung. Na, Hoffnung behalte ich mir mal. Das kann man noch mal gebrauchen. So. Was ist das? Keine Ahnung. Erstmal jetzt hier das. Das weiß ich auch nicht, was das wieder ist. Das kommt dahin. Erstmal die Sachen, die ich abbauen kann, beziehungsweise die für die sowas zum Beispiel für die Crafter ist. So, was das? Weg. So, die Sachen kann ich halt verkaufen. Nochmal Hoffnung? Ne, das ist von gerade. Das weg. So. So. Das weg. So. So. Dann hier einen legendären Gegenstand noch hinschieben. Dann alles, was Dings da ist, kann im Müll. Das ist für Drechsler. Drechsler ist mein Jäger. Jäger. Der kriegt die Drechsler-Sache. Das ist wieder aufmache. Ich schmeiß die erstmal dahin. So. Dann gucken. Das ist eigentlich auch ein. Die Glocke kommt auch erstmal da. Das kann dem tauschen. Was ist das denn? Feuerwerk weg. Das Krafttränke, goldenes Hochzeitsgeschenk. Erhalte Tränke der großen Kraft und ein goldenes Hochzeitsgeschenk rein. Nichts aufmachen. Das ist nochmal Zierwerk. Können wir Truhe bald wieder erweitern. So. Jetzt die Sachen, die kaputt gemacht werden können. Das, 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 das. Das auch. So. Das konnte ich verwenden. Dann das und das. 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 Das auch kaputt. So, dann was auch immer das ist, wie gesagt, und so.
Der Rest ist Schrott, der kann ja verkauft werden. Yes! Ich hab's Inventar aufgeräumt. Das dauert auch lang genug. So, das weg. Das weg. Jetzt muss ich gucken, wo ich nochmal die Sachen platt machen kann. Da steht doch entzaubert. Wer entzaubert denn? Zaubert denn? Ja, muss ich mal eben googeln. Ich bin da ja ein bisschen. Bin da ja ein bisschen. Muss ich mal eben ganz kurz hier überfliegen. Wer zerlegt mir das jetzt? Wo? Gucken wir mal. Ah, das sind die am Brunnen. Okay, es sind schon mal die am Brunnen. Okay, die stehen überall. Wie kann ich die denn jetzt... Wer entzaubert denn? Seid gegrüßt. Hast du auch einen neuen Rezept? Oh, 500. Galltreff. Unglaublich. 21. Halle, die stehen überall. Das ist ja cool. So, das tausche ich ein und dann muss ich hier einen Quest haben. Bleib doch und nimm etwas Tee. 7 Stücke gegen Funken eintauschen, oder? Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? 7 Stücke gegen 250. Einmal pro Woche, okay, das ist eine Weekly Quest, verstehe. Gut, aber ich kann ja eh nur jeden Tag wahrscheinlich eins forgen. Wie darf ich euch heute helfen? Moment, kann ich das einsetzen? Oh! Ich muss mir die Dinger mal für 17 Dings da kaufen, dann kann ich das hier platt machen. Verstehe.
Hä? Okay, das funktioniert nicht. Hä? Oh, VIP-Belohnung? Ich bin VIP. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja, neue Quest. Was kann ich für euch tun? Danke. Zwerg. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Standdienstleistung. Oh! Ah. Mal wieder bevorteiligt, ne? Ah, okay, der ist für Häuser da. Jetzt bin ich aber immer noch nicht weiter mit meinem Verzauberer. Was kann ich für euch tun? Außer, dass ich jetzt wieder... Nein, ich will nichts finden. Dass ich jetzt hier diesen schönen Tisch bekommen habe. Vielen Dank. Den nehme ich sofort. Aber... Wir greifen ja bei Inventar zu Müllen sind, ne? Wie kriege ich denn jetzt die Sachen auseinander? Eine Handwerkshalle vielleicht? Gibt es da einen neuen Händler? Oh, ich bin so nicht mehr drinne. Steht hier irgendwie einer, der diese Sachen kaputt machen kann? I'm a little bit überfragt. Ein bisschen überfragt. Nee, das wollte ich nicht. Ich will wissen, wo ich die herkriege, nicht wofür ich die nutzen kann. Da, gucken wir mal da. Das hat ja mal überhaupt... Ich liebe so Seiten, die sagen, ja, das gibt es und das funktioniert. Zerlegen kannst du es mit einem Gegenstand mit dem Namen Flammen von... Die gibt es zum Beispiel fast... Also ist das doch... Also muss ich erst reparieren? Das ist vielleicht, weil die kaputt sind? Nee, das ist heile. Flamme von links da. Ah, weil es gesperrt ist. Gutes Spiel. So, das heißt, ich muss mir jetzt ganz viel... Ah, nee, ich brauche nur eine... das ist natürlich sehr gut. Das heißt, ich kann das Ding die ganze Zeit im Inventar haben und damit das kaputt machen. Brauche ich gar nicht mehrmals kaufen. Sehr gut. Gut, jetzt kriegt man halt weniger Ingame-Geld, aber I don't care. Ich will diese Dinger haben. Jupp. Sehr gut. Das ist bestimmt irgendwie so 100, die ich mache. Da hole ich mir erstmal Schriftrollen von. Jupp. So, 45 von. Nett. Jo. Also wie gesagt, Geld brauche ich hier nicht momentan. Ich crafte mir meine Rüstung selber. Immer eigentlich mit meinem Main-Char. Also meinen Twinks für meinen Main-Char, wenn der genug gesammelt hat. Und Waffe brauche ich halt nicht, ne? So. Jetzt habe ich das Item auch richtig verstanden. Sehr schön. Die Hoffnung wollte ich auch noch behalten. Das kommt dahin. Tauschen wir mal. Den Rest verkloppe ich jetzt erstmal. Seid gegrüßt. Ja, muss ich alles machen. Ah ja,
hier musst du das ja so dumm auswählen. Das ist auch ein bisschen sehr altes Menü hier, ne? Dass man das nicht größer machen kann und hier mehr nebeneinander ist, ne? Ja, oldschool. Oldschool. Ja, sauber, alles weg. So, einmal reparieren. 88 Silber, das ist ja nix. So. 3 Gold gemacht. Heute bin ich im Plus, ne? Ja, ich bin 5 Gold im Plus, sehr gut. So. Aschepartikel. Und noch zum Auktionator muss ich gehen. Ganz wichtig für die... noch für 2 war das, ne? Ja, 2 Waffen. Ja. Das heißt, das ist Instanzbelohnung. Das ist für Herausforderungen, dann muss er das sein. Genau. Und er gibt mir jetzt... Ach so, ich muss die jetzt erst umwandeln? Nee, oder? Der war das doch gar nicht. Der dann hier. Da. Genau. Düstere Nachrichten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das reicht erstmal. Und jetzt gebe ich. Das ist das Unterschied zwischen den und den. Der Ermächtigung maximal 74 und der geht noch höher oder was? Das ist 46. Ich bringe erstmal alle irgendwie auf 50. 47. 48. Der Gesamtwert vom Ding müsste doch eigentlich auch steigen. Die hat schon 400 DPS. Achso, die 599. Kann ich das nicht steigern? Was? Ich kann den DPS-Wert nicht steigern. Oh, muss ich das über Dings da machen? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, irgendwie spare ich mir die besser auf, weil da steht bis maximal 74. Ich glaube nämlich, ich kann woanders noch welche farmen, wo ich nicht 74 brauche, sondern weniger, meine ich. Ich meine, es müsste Minas Morgul sein. Mich ärgert, dass das hier nicht höher geht. Wieso geht das nicht höher? Kann ich das nur über Dings da machen? Muss ich ja darüber machen, ne? Ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig. Pff, ist das 32? Alles klar, ich bin nicht neugierig. Ist der nette Zwerg wieder? Okay, der ist schon 130. Jetzt gucken wir doch mal hier inspizieren. Nein, es bleibt bei Level 100.
561. Der hat die alle schon in den 80ern, die Werte. Wie kriegt man denn da 83 auf das Ding da unten? Muss man das ja über Ingame-Dings da kaufen. Du meine Güte, was da für abstruse Werte drauf sind. Außer vielleicht das DPS, das ist jetzt nicht so das Höchste, ne? Ja, der ist maximal 584. Verrückt, ey. Aber ja, die haben auch Level 100er Sachen. Der hat quasi gerade gar nichts an. Hat er seine Rüstung ausgezogen. 100.000 Rüstung! Achso, es ist so, es ist ein Set. Oh, springen die so mit den Werten später an? Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Ich muss hier reinhalten. Ich muss hier reinhalten. Es geht nicht anders. Aber kein gutes Werkzeug. Ich muss hier echt reinhalten. Ist ja auch 130. Mal gucken, ob die 100er, die alle die 100. Ist auch ein Runenbewahrer. Auch Level 100, ja. Auch Level 100, alles auf 83. Man kann es auch leicht übertreiben. Warum haben die alle so wenig DPS als Runenbewahrer? Hä? Wieso kriege ich denn nachher 2000? Bist du auch ein Runenbewahrer? Nee, du bist ein Hauptmann. Der müsste aber hier... Aha! Da sind die 2000 DPS. Boah, die Werte gehen voll durch die Decke. Was ist das denn? Was ist das denn? Vierzehntausend, das ist so abartig. Das wurde runtergesetzt. Meine taktische Schadensreduzierung. Warum habe ich so viel... Achso, ich bin physischer Angriff. Wir die Resistenzen doch haben. Oh, das haben die wirklich runtergesetzt. Ah, gut. Ja, da muss ich noch was dran machen. Dann habe ich ein Ziel für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Oh, ist das hell. Muss ich Licht anmachen. Auktionshaus. Auf zum Auktionator. Hallo? Nanu? Hä? Hä? Gefängnis von Bree? Ach, ich bin auch ein zu früh. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Da ist der Auktionator. Mann, 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 Mann. Ja, hier ist die Auktionshalle. So, und jetzt suche ich mir einfach noch irgendeine Sache zum Hochbringen. Zwerg. Wächter. Ah, Level 32. Schade. So, legendäre Gegenstände. Klassengegenstände suchen. Fortkauf und wollt 4 Gold dafür haben. Ihr seid doch bekloppt. Naja, gut. War der Level 100? Ich habe nicht aufgepasst. Mist. 100. Andersrum. Hier muss 100 stehen. Ja.
Gucken wir mal, ob der andere. Ich glaube zwar nicht. Ich glaube, das war ein niedrigerer. Da habe ich nicht aufgepasst. Nein, das waren alle 100er. Ja, gut. Aber der ist noch nicht inspiziert. Das muss ich noch machen. Das mache ich aber eben gleich noch schnell und dann. Kann ich einfach den schon mal. Kann ich schon mal locken hier. So. Jupp. Jupp. So. Tja. Herr der Ringe des. Wunderschön. So. Was brauche ich jetzt noch? Wo war... die haben die Karte von Bree geändert. What? Die haben die ganzen Karten wirklich alle überarbeitet. Huch. Huch. Ist ein Ding. Das ist ja cool. War hier unten nicht was? In Doll noch was? Ich dachte, hier könnte man ein Ding auch eintauschen gegen irgendwas. Hier unten dachte ich irgendwie, ne? Heute noch hin. Ja, we sell cheap, bla 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 bla. Chat. Goldspammer melden. Jupp. So. Krass, noch Goldzeller gibt. So, ich dachte mal, in Dol Amroth könnte man noch was tauschen. Ich guck mal, ob ich von hier nach Dol Amroth komme. Was kann ich für euch tun? Ich komme von hier aus nach Minas Tirith. Und nach Osgiliath. Da komme ich noch nicht hin. Voll am Rot. Gehen wir mal hin. Gucken wir mal. Ich meine nämlich, hier gab es auch solche Tauschhändler, die was hatten. Aber ich kann mich auch irren. Hier was über Dailies kriegt. Dies sind wirklich schwere Zeiten. Wie kann ich euch helfen? So ein Rezept. Oh. Obwohl Level 105, ne? Hier oben gäbe es noch so einen Händler für legendäre Sachen, wo ich das tauschen kann. Da. Eines beliebigen Attributes. Da brauche ich 10 von den Dingern. Zehn von den Dingern.
3. 1. Ja, Gefährtengruppe 100 kann ich dann auch alleine schaffen. 3. Ach, das sind die umherziehenden Bedrohungen. Das sind hier die auf der... Wenn hier auf der Karte rumrennen. Schöne Musik, oder? Ich liebe das Spiel einfach dafür. Das heißt, ich glaube, das Hauptattribut. Ah, deswegen hatten die Runenbewahrer das vielleicht nicht hoch. Weil man das nur hoch kaufen kann, das Hauptattribut für Schaden. Weil der eine. Das könnte das erklären. Ich meine, im Modder müsste ich ja noch genug Sachen kriegen zum kaputt machen. Dann kriege ich bestimmt noch irgendwelche Währungen später, die ich tauschen kann. Andere Währungen. Ich glaube, das bestimmt so. Ich gehe jetzt eben dahin zurück. So. Dann. Da ist er wieder. Kann ich bei dir nicht die Quest abgeben? Hä? Sprecht mir, nachdem ihr Bellegost erkunden abgeschlossen habt. Achso, ich soll mit ihnen eine Stelle suchen, wo ich hochklettern kann. Da oben. Das mache ich nämlich eben noch. Dann kann der da nämlich gucken, was da passiert. Und dann kann ich die gucken, was da passiert. Und dann kann ich nämlich die eine Quest abgeben. Und ich glaube, wenn ich zwei Quests abgebe, habe ich wieder genug Erfahrungspunkte, dass die Waffen wieder erhöht werden müssen. Und dann kann ich nämlich wieder den Dings nehmen. Aua. Kann ich wieder den Dings nehmen rüber zum zum Brückenkopf. Kann das da hochwerten. Und kann dann ausloggen. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Und dann geht's morgen weiter mit Herr der Ringe Online. Das klingt doch erstmal gut. Das halte ich für eine sinnvolle Vorgehensweise. Dann habe ich jetzt erstmal ein paar Stunden rein. Morgen fange ich ein bisschen früher an. Irgendwie mache ich irgendwie bis, keine Ahnung, 18 Uhr, 19 Uhr komme irgendwie nachmittags. Nachdem ich Mittag gekocht habe, gegessen habe. Und dann ein bisschen hier weitermachen. Ja. Wir müssen zu den Zwergen kommen. Das ist das Ziel. Ja, die Zwerge müssen, den Zwergen muss geholfen werden. Außerdem will ich Erebor von innen sehen. Hier ist ein Baum. Achso, ich muss noch weiter nördlich. Bin ich wieder bei dem Ritualding. Reitet hier auch nur im Kreis, ne? Wo will er denn hochklettern? Hier? Bekloppt, ne? Und dann wieder hochklettern und dann wieder die Tür aufmachen, oder was ist seine Idee? Scheint der Schlauste von allen zu sein, ne? Funktioniert prima! Ich bin der schlauste Bilvis überhaupt! Naja. Also schlau und Bilvis, das geht eigentlich nicht Hand in Hand. Sagen wir mal. Boah, so viel mehr Rüstung, aber so wenig. Ich verliere halt so viel Hauptattribut, ne? Das tut mir schon ein bisschen weh.
Und gerade total viel Licht von dem. Oh, 2000 mehr Rüstung. Ja, und alle sind Stufe 10. Sehr gut. Ach, sein Horn ist weg. Ich muss sowieso. Gut, dann kann ich jetzt. Cooldown runter. Fast eine Minute. Dann gehe ich jetzt gleich nach oben. Resette die ganzen legendären Gegenstände. Die. Ah ne, die sind noch nicht voll. Ha! Kann ich die Quest noch abgeben? Nein. Da kriege ich sogar ein Relikt. Ah ne. Was wollt ihr? Stufe 6, also dauert das eh noch ein bisschen. Schließt ein wirklich sehr langes Seil ab. Okay, Relikt der letzten Bündnisse. Das kriege ich nochmal 2000 Bündnisse. Blaue Items. Ich brauche die Schwere. Die muss ich nehmen. Wie taktische Schadensreduzierung. Und nicht zu wenig. Kann ich auf 150 Macht scheißen. Dafür kriege ich 200, fast 200 mehr Vitalität. Ja. Noch mehr Quests? Starke Reben, okay. Oh nein, muss ich jetzt wieder die Bäume kloppen? Bitte nicht. Ah ne. Kann ich so looten. Muss ich jetzt hier die Reben sammeln und dann habe ich da oben noch. Ich muss diese blöden Vier auch noch umkloppen, sehe ich gerade. Habe ich auch nur. Ich hab's gar nicht genug. Komm her. Das sind alle schon mal Stufe 7. Sehr gut. Da hier sind überall die Reben runter, ich sehe schon. Pflück das Ding jetzt. Mal gespannt, wie es denn da hier hinter aussieht. Scheint ja alles mit diesen Vieren hier voll zu sein. Mit den Morvul. Aber lange mache ich nicht mehr, weil ich kriege langsam Kopfschmerzen. Ich glaube, ich mache jetzt die Quests hier noch fertig und dann ist auch fertig für heute. Haben wir auch ein paar Stunden, ne? Ein paar Stunden Herr der Ringe. Geht's dann morgen mit weiter. Ich muss auch erstmal morgen meine anderen Twitch-Videos nochmal abspeichern. Also muss ich das alle auf Festplatte gesichert habe. Einfach mal. Man weiß ja nie. Ja. Mache ich mich morgen drum. So, das ist schon mal fertig. Kling. Stufe 8.
Ich abgebe bestimmt 9. Wieder eine blöde Blutfliege, komm her. Ah, ich hätte lieber damit gekrittet, aber okay. Aber theoretisch könnte ich meinen Twinks ja auch spielen und auch diese... Hallo? Oh, ich hasse das, wenn die Engine was versperrt. So, den noch. 9. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Geh weg. Geh weg. Und noch eine einzige Rebe. Da. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, die bringen wir ihnen jetzt. Ohne vielleicht noch einen Gegner reinzurennen. Komisch, dass ich gerade so wenig nur davon kaputt gemacht habe. Ist doch alles voll von ihnen. Naja. Keine Sorge. Sind die 9? Ah, ich glaube, es sind 2 Quests. Schade, ich habe das nämlich schon auf volle Kanne. Die Lautstärke, Sprachlautstärke, muss ich ein bisschen nochmal umstellen. Ist ein bisschen leise, leider. So, machen wir noch so eine Begleitquest. Stellt er alles hoch? Oh, das kann ein bisschen dauern. Warum fällt er nicht runter? Sei. Nein! No! Ach, ihr seid doch fies, ey. Das läuft die Nase. Das ist doch viel schlimmer. Tempotaschentücher. Ah, keiner am Mann. Doch, hier. Sorry, ich bin gerade im Kampf, hab das nicht geschafft zu looten. So. Weiter geht's. Ja, ja. Immer zu zweit, ich weiß. Faire 1 gegen 1 Kampf. Ah, ja, ich bin betäubt. I get it.
Oh, immun zu Betäubung, egal. Klunk, und da habe ich das höchste Level erreicht, Level 10. Das ist eine gute Idee. Dann mache ich jetzt Instanz verlassen und mache die nochmal rum. Ah, und jetzt kriege ich eine Waffe vom Wächter. Ach, come on, Spiel, ey. Jetzt droppt die natürlich. So, ich mache die Instanz nochmal. Ne? Machen wir morgen nochmal. Aber jetzt sind nämlich meine Waffen hochlevelig. Zack, zack. Das kommt schon mal dahin. Das kommt weg. Das kann ich schon mal behalten. Für den Koch. Heilung auf andere brauche ich eh nicht, weil ich heile mich nur selber. Ah, nee, das brauche ich ja gar nicht mehr. Kann ich ja jetzt. Brauche ich ja gar nicht. Kann ich ja gleich direkt zerschrotten. So. Jetzt gehe ich noch mit ihm zum Brückenkopf. Huch, da war gerade alles weg. Nur hier nochmal zu dem Schmiedekollegen. Achso, gab es hier nicht noch irgendwie auch Ruf? Es gibt hier noch. Ah, da, genau. Hier für die Zwerge. Geht auf Stufe 18. Aha. Genau, die will ich erstmal. Nehme ich erstmal hochpushen. Natürlich Durins Volk, was auch sonst. So. Das haben wir auch. Tat abgeschlossen. Ah, Münze des Dienstes, ja. Schmiede. Ach, kann ich eigentlich auch tauschen? Nee, das ist Instanz scheinbar, ne? Kann ich hier vielleicht die Dinger auch gegen was eintauschen? Was mir was bringt? Oder nur Essenzen? Auch diese, gegen diese schönen Papiere eintauschen. Wäre so schön gewesen, ne? Hundertfünfzehner Rüstungsset. 326. Was hat denn hier die Brustrüstung? Ja, die ist minimal, sind die besser, ne? Das sind nur heute als Brust 21.000. 20.000. Macht, Vitalität. Ah, da gibt es aber schon andere Versionen von. Den kenne ich schon. Ah ja. Die Schulterpolster. Man kennt es. Was ist das denn? Ah, okay. Da kann ich Essenzen reinsetzen. Ah, da sind meine selbstgebauten Schulterpolster. Ich sehe schon. Das sind die. Und da ist auch schon Essenz drin. Jo. Jo, jo, jo. Das heißt, die anderen Sachen... Ah, da habe ich auch schon was gebaut. Schon zwei Rezepte. Und du willst so einen goldenen Ring hier haben, ne? Ah, den gibt's nur aus Instanzen. Wie im schönen Italien. Das sind nur Waffen. Gibt's nur Waffen. Komisch. Ich dachte irgendwie, ich kann hier noch was anderes tauschen. Hier vielleicht. Tauschen. Was benötigt ihr? Ah, hier ist auch noch ein Händler dafür. Okay.
düsterer Himmel. Düstere Nachrichten. Hier sind noch, ist noch Schmuck. Ist auch ein bisschen besser, aber da war viel zu viel von 2000. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Was ist das denn? Ach, nur Schmuck. Krass. Ja, goldener Schmuck. Aber auch nur 330. Also auch nicht so hammermäßig gut. Keine Ahnung, was das wieder ist. Ein 110er Charakter. Nun denn. Eigentlich egal, was der, dass die draufkriegen. Ich habe eh schon meine Waffen so weit fertig, wie ich sie haben will. Ich will nur irgendwas, was ich dann... So, habe ich noch ein Plus? Nö. Mist. 6 Gold minus gemacht. Gehe auch hierüber nicht rein, aber verkaufen kann ich eben noch. Wäre nicht ganz so schlimm. Alles verkaufen. So. Ja, jetzt kommt, weil ich die Dingser-Sache nicht mehr verkaufe, ne? Ja. 6 Gold minus gemacht. Aber das ist dann manchmal so. Ja. Ja, ja, meine Kopfschmerzen wären nicht besser. Ich lasse meinen Zwerg hier stehen. Das reicht ja auch. Da setze ich jetzt erstmal hin. Macht jetzt Feierabend für heute. Genauso wie ich. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Genau. Wir hören uns und sehen uns morgen. Ich schicke euch jetzt zur Niki rüber. Die macht heute nämlich ihren 500 Follower Super Stream Day. Ja, da könnt ihr jetzt auch gerne zugucken. Ich weiß nicht, was sie gerade zockt, aber das werden wir gleich sehen, weil ich natürlich mitkomme. Ne? Wollen wir mal den Kanal... Ah, Soma spielt jetzt ein Horrorspiel. Ich bin kein Freund von Horrorspielen. Deswegen raiden wieder nur kurz und dann haue ich da wieder ab. Ich schaue mir auch nicht gerne Horrorspiele an. Ich bin da einfach gar nicht für zu haben. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen, was ihr hier gesehen habt. Ein bisschen Herr der Ringe Online. Morgen geht's weiter. Da geht's in die richtig rein, in die ganze Geschichte. Und ja. Habt einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.